wir zum zweiten Punkt der Tagesordnung. Das ist die bereits bekannte Aktuelle Stunde zum Thema Mattersburger Bankskandal. Diese Aktuelle Stunde wurde vom FPÖ-Landtagsdruck beantragt. Sie wissen, Aktuelle Stunde hat natürlich laut Geschäftsordnung auch bestimmte Parameter. Ich möchte Sie daher hinweisen auf diese Bestimmungen. Zunächst einmal ist ja der Herr Duckobmann Schütz gemeldet als Sprecher der Antragstellung. Es ist ihm Gelegenheit zu geben, die Meinung der Antragsteller zum Thema darzulegen. Solange ist je einem Sprecher der anderen Clubs, denen der erste Redner nicht angehört, Gelegenheit zur Meinungsäußerung zur aktuellen Stunde zu geben. Redezeit 15 Minuten, für die weiteren Redner dann natürlich dementsprechend auch die Beschränkung. Die Dauer der Aussprache der aktuellen Stunde soll in der Regel 90 Minuten nicht überschreiten. Die Redezeit der Mitglieder der Landesregierung, wenn sie 15 Minuten überschreitet, verlängert sich die Redezeit der Abgeordneten im Ausmaß der Überschreitung. Hier wissen Sie alle 120 Minuten, dann muss sich nach maximal 120 Minuten die aktuelle Stunde für beendet erklären. Die Redezeit der Regierungsmitglieder, auch das ist Ihnen allen bekannt, aber vielleicht für die Menschen, die uns zu Hause zuhören, ist pro Wortmeldung auf 5 Minuten beschränkt. Die Redezeit aller Mitglieder der Landesregierung zusammengerechnet darf 35 Minuten nicht überschreiten. Die Redezeit der Abgeordneten, die sich dann im Redner mit deutschen Gesagt ist beschränkt, erste Redner 15, weitere Redner 5 Minuten. Jeder Redner darf sich noch einmal zu Wort melden, es sei denn, ein Mitglied der Landesregierung, aber mit der Beschränkung 35 Minuten. Sie wissen auch, dass in der aktuellen Stunde weder Anträge gestellt noch Beschlüsse gefasst werden. Ich darf dann vielleicht noch ausführen, was die tatsächliche Berichtigung anbelangt in der aktuellen Stunde. Geschäftsordnung kennen wir ja alle bestens, ist keine tatsächliche Berichtigung möglich. So, jetzt darf ich einsteigen. Wir beginnen mit der aktuellen Stunde. Und wie vorher schon gesagt, ist der Herr Kaufmann Schütz als Erstredner am Rednerpult jetzt zu erwarten. Bitte. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, liebe Abgeordnete und Abgeordnetinnen. Ja, Bankenskandal, Fragen über Fragen. Und die Fragen, die wir heute stellen, sind diese Fragen, die die Öffentlichkeit interessieren. Und diese Fragen werden natürlich auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Was besonders ins Auge sticht, ist die spezielle Situation in der Stadt Mattersburg. Da wird sich die Frage stellen, wird das neue Stadtzentrum, das Impulszentrum nun gebaut? Wann wird das Impulszentrum gebaut? Und wie soll das Impulszentrum gebaut werden? Zum Zweiten werde ich auch in meiner Rede die Geschenkeannahme noch mal ansprechen. Kommen wir zu Mattersburg und zur Kommerzialbank. Die Kommerzialbank hat ihren Firmensitz und die Zentrale in der Stadt Mattersburg. Die Stadtgemeinde Mattersburg stand kurz vor der Umsetzung dieses Megaprojekts im Stadtzentrum. Und wir kennen alle das Grundstück, das ist mitten im Stadtzentrum riesengroß. Und das ist natürlich ein Projekt, das jeden interessiert und jeder fragt natürlich nach. Die Abrissarbeiten wurden durchgeführt, die Räumungsarbeiten wurden durchgeführt, das heißt, wir brauchen ohne sozusagen zum Baubeginn. Das richtige Grundstück gehört aber der Kommerzialbank. Ich frage mich, warum gehört dieses Grundstück der Kommerzialbank? Das fragen sich sehr viele, wenn die Stadtgemeinde Mattersburg ein Impulszentrum oder Stadtzentrum baut. Ein Großteil dieser 30 Millionen sollte die Bank tragen. Warum? Und bei der gestrigen Gemeinderatssitzung hat es sehr viele Fragen gegeben und sehr wenig Antworten. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendjemand persönlich angreifen möchte. Das tue ich nicht.
Wir haben niemals auch vor unserer Regierungsarbeit jemanden persönlich angegriffen, deshalb sind wir auch in die Regierungsfunktion gekommen, weil die Oppositionsarbeit muss auch Sacharbeit sein und soll nicht mit Persönlichkeit etwas zu tun haben. Aber die Frage, wo wurde seitens der Stadtgemeinde Mattersburg ein Kredit für diesen Bau beantragt? Wo? Nur bei der Kommerzialbank? Fragezeichen. Inwieweit wurde der Gemeinderat eingebunden, im Detail eingebunden? Fragezeichen. Hat Buchers Bank an die Stadtgemeinde Geld überwiesen in irgendeiner Form, in irgendeinen Ankauf oder in irgendeiner anderen Form? Und warum wurde dieses Projekt, das fragen Sie wirklich sehr viele, warum wurde dieses Projekt ausschließlich mit der Bucher Bank gearbeitet? Warum? Wie viele Angebote wurden eingeholt? Wie hat das Ausschreibungsverfahren ausgesehen? Warum wurde das alles mit der Bucher Bank abgewickelt? Das ist ein Riesenprojekt, das ja natürlich in den Ausschreibungsverfahren unterworfen ist. Das ist so. Und wie kann es sein, dass angeblich der Stadtgemeinde Mattersburg kein Schaden entstanden ist? Das hat man ja vorausgesagt, es ist kein Schaden entstanden. Gestern bei der Gemeinderatssitzung hat man erfahren, dass doch ein Schaden entstanden ist, aber bei der Gegenrechnung vielleicht wird die Geschichte glimpflicher ausgehen. Aber ein Schaden entstanden, selbstverständlich ist der Stadtgemeinde Mattersburg ein Riesenschaden entstanden. Ein Riesenschaden. Das heißt, der Florianihof ist kaputt. Was ist mit dem Stadion? Man hat gestern die Frage nicht beantworten können oder vorgestern, was gehört der Stadtgemeinde vom Stadion, was gehört der Kommerzialbank vom Stadion. Das heißt, man kann diese Fragen nicht beantworten. Und das ist natürlich nicht so gut, weil natürlich das auch ein Gespräch ist in der Öffentlichkeit. Wie ist der Grundstücksankauf abgelaufen? Wie ist das alles vonstatten gegangen? Warum die Gemeinde das gesamte Grundstück sozusagen im Verkaufsverfahren der Kommerzialbank überlassen? Wie sieht der Finanzierungsplan aus? Wie hat dieser Finanzierungsplan ausgesehen? Das sind Fragen über Fragen und sehr viele Fragen werden natürlich irgendwann ans Öffentliche ans Tageslicht kommen. Und was wirklich die Hauptfrage ist, das fragen Sie alle, na, was ist jetzt mit dem Impulszentrum, kann das überhaupt gebaut werden? Das heißt, Fakten gehören auf den Tisch. Zur Geschenkeannahme. Was ich ja erstmalig gesagt habe, weil man das natürlich auch in der Öffentlichkeit diskutiert, es hat nicht nur Goldgeschenke, sondern auch Silbergeschenke gegeben, an Bürgermeister und auch an Amtsträger, hat man gesagt, der stellt sich irgendwas vor, der fantasiert irgendwas herum. Heute haben wir alle schon in der Kronenzeitung gelesen, dass doch jemand gesagt hat, ja, es hat Gold- und Silbergeschenke gegeben. Das heißt, da wird noch einiges ans Tageslicht kommen. Und da geht es jetzt nicht nur um SPÖ-Bürgermeister, sondern jetzt auch um ÖVP-Bürgermeister. Das heißt, wer hat definitiv Geschenke bekommen? Und die Wichtigkeit dieser Geschenkannahme hat der Herr Landeshauptmann ja schon eingehend dargelegt. Also, sowas würde bei ihm keinen Platz haben. Und hätte ja gewusst, sagt der Herr Landeshauptmann, dass der Landesrat Iletitsch diese Geschenkannahme, hätte das schon vorher gewusst, wäre Iletitsch nie Landesrat geworden. Das heißt, auch dieses Thema hat eine besondere Wichtigkeit, weil sie natürlich auch für den Landeshauptmann eine besondere Wichtigkeit hat. Das heißt, diese Fragen sind deshalb so wichtig, weil ja die Öffentlichkeit eine diesbezügliche Aufklärung erwartet und eine Aufklärung braucht. Es ist so, dass wir als Freiheitliche Partei, und das habe ich schon vorher erwähnt, natürlich keine persönlichen Unterstellungen machen wollen. Es ist auch nicht zweckdienlich, irgendjemandem jetzt irgendwas vorzuhalten oder eine Unterstellung in eine Person zu richten, wenn nicht wirklich die Fakten auf den Tisch liegen. Aber eines ist ganz klar, dass wenn es einen Untersuchungsausschuss geben wird, und ich gehe mal davon aus, den wird es geben, dann werden zwar nicht die im Strafverfahren Beteiligten einvernommen werden können oder zum Untersuchungsausschuss kommen können, aber es werden sicherlich einige Personen geladen werden, die dann sicher ein bisschen zurückhalten werden, um nicht alles zu sagen. Da bin ich auch überzeugt davon. Schade ist es um die Aussichtsräte, das muss man wirklich sagen, aber wir haben ja gestern auch und wir hören auch ständig, dass die Aussichtsräte natürlich voll eingebunden sind und natürlich auch haftbar sind. Also da kommt doch eine Lawine. Und ich glaube schon, dass ein Aufsichtsrat dann, wenn er vom Untersuchungsausschuss steht, sicher die Wahrheit sagen wird und nichts als die Wahrheit. Denn da geht es wirklich um einiges, da geht es um Privatvermögen, da
da geht es um private Existenzen, da geht es um sehr viel. Und wir können ja locker diskutieren über das Thema. Aber es muss sich jeder mal den Aussichtsrat vorstellen, der dort sitzt, was der jetzt mitmacht. Jedes Mitglied des Aussichtsrates hat aus meiner Sicht sicher schlaflose Nächte. Niemand weiß, was da kommt. Und das ist alles nicht so lustig und nicht so einfach. Deshalb ist es natürlich wichtig, und alle Parteien hier im Landtag wollen diesen Untersuchungsausschuss, dass wir diesen Untersuchungsausschuss so rasch als möglich starten. Ja, ich möchte das unbedingt auch so erwähnen, weil es mir auch im Herzen liegt. Ich bin sehr stolz und froh, dass wir in der Landesregierung 5 Jahre lang so gearbeitet haben, dass es sich gehört. Wir haben eine saubere Politik gemacht, wir haben eine ehrliche Politik gemacht, es hat eine Politik gegeben, 4,5 Jahre, ohne Streit. Und darauf bin ich wirklich stolz. Und wir sind ja auch die einzige Oppositionspartei jetzt hier im bulgarischen Landtag. Wir sind die einzige Oppositionspartei, denn die Grünen sind mit der ÖVP in der Bundesregierung verankert. Und das gehört hier im Land in alleine Regierung. Die Blauen sind nur in der Regierung. Ja, wenn du das so bezeichnen musst, dann obliegt das deiner Fantasie. Faktum ist, dass alle die hierinnen im Landtag sitzen, irgendwo in einer Bundesregierung oder Landesregierung verankert sind. Oder seid ihr nicht in der Bundesregierung? Ob ich da irgendwas versammelt habe? Vielleicht hat euch der Spendenskandal schon eingeholt. Vielleicht hat die Orden schon etwas mehr gesagt. Ja, das heißt dann, es ist mir deshalb auch ein Anliegen, auch andere Aspekte anzusprechen. Die Energie Burgenland, wir wissen alle, die Energie Burgenland, und wahrscheinlich werden die Themen heute eh noch sehr zahlreich kommen, die Energie Burgenland hat dort einen Verlust von 5 Millionen Euro eingefahren. Die Freiheitliche wollen natürlich, und es ist ein besonderes Interesse auch für jeden Burgenländer, dass hier der Endverbraucher nicht drauf zahlt. Das heißt, nicht, es sollte zu keiner Stromerhöhung geben. Es sollte keine Belastung für den Bürger geben. Und es ist auch natürlich wichtig, dass diese Aufklärung, die jetzt zukünftig Step by Step immer mehr wird, und man sieht es ja Tag für Tag, wenn man immer irgendwelche Neuigkeiten ans Tageslicht, dass man hier selbstverständlich sofort und ohne Rücksicht auf irgendwelche Persönlichkeiten geradlinig in aller Ehrlichkeit die Dinge aufdeckt und die Dinge anspricht. Ja, die Geschichte mit dem Insiderwissen, das wissen wir genau, dass das natürlich eines der Hauptthemen ist, dass das Insiderwissen natürlich zum Nachteil und Schädigung von Gläubigern natürlich nicht akzeptabel ist, natürlich auch strafrechtlich relevant. Das wird auch natürlich Themen sein, wie weit hat jemand etwas gewusst. Aber auch hier möchte ich nicht derjenige sein, der jemanden vorwirft, du hast das gewusst, du hast das nicht gewusst. Ich glaube, alles, was man zu rasch hinaus ausgesaugt und das unter die Gürtel geht, in die Persönlichkeit geht, schadet nicht nur einem selbst, sondern auch den Menschen. Und ich möchte wirklich abschließend nochmal die Rolle der Aufsichtsräte ansprechen, weil ich natürlich auch weiß, dass man hier sicher am Abend ganz schwer niederlegt, schwer schlafen geht und natürlich der Mutter wird und der Gedanke nur mehr bei dieser Sache ist. Und das ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht ein Paradox, sondern das wird jetzt Jahre gehen. Da wird auch die Gesundheit noch darunter leiden. Deshalb volle Aufklärung. Diese Fragen, die ich jetzt auch hier in den Raum gestellt habe, sollten so rasch als möglich geklärt werden. Denn eines, was nicht sein kann, ist, dass die Stadtgemeinde Mattersburg jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 10 Tagen kein Konzept hat, wie es weitergeht, nicht weiß, welche Beteiligung man bei einem Stadion hat, überhaupt nicht irgendwo irgendwelche Zukunftsaussichten vorantreiben oder präsentieren kann. Das darf es nicht sein. Hier muss rasch gehandelt werden, damit die Bevölkerung bestmögliche Aufklärung erfährt. Dankeschön, Herr Kuppermann. Ein Hinweis, eine Bitte an die Gewährungsmanagerinnen. Bitte schauen Sie, ob wir ein SMS bekommen, dass irgendwas mit der Kamera nicht passt. Wenn Sie bitte nachschauen, irgendwas hat es da, weil wir die Menschen nicht ausschließen. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Kuppermann, Landtagsabgeordneter Markus Ullmann. Bitte sehr. Jetzt funktionieren. Gut, bitte Sie um Ihre Ausführungen.
Sehr geschätzte Frau Präsidentin, Hohes Haus, wir haben heute eine Sondersitzung des Landtages zum größten Bankenskandal in Burgenland, wo es darauf gilt, Aufklärung zu betreiben. Aufklärung im Sinne aller Sparerinnen und Sparer, Aufklärung im Sinne der Betriebe, die viel Geld verloren haben, die Schwierigkeiten haben, die nächste Zukunft zu gestalten, Aufklärung zu betreiben im Sinne aller Gemeinden, Geld verloren haben und genauso der Feuerwehr und anderen Institutionen. Diese volle Aufklärung fordern wir mittlerweile seit Mitte Juli ein und bis dato ist nicht allzu viel passiert. Das eine, alles was strafrechtlich relevant ist, wird die Staatsanwaltschaft und die Gerichte klären. Alles was politisch relevant ist, das soll hier im Hohen Hause geklärt werden. Und darum haben wir uns auch gemeinsam mit den zwei anderen Oppositionsparteien entschlossen, diesen Sonderlandtag für heute einzuberufen und darüber zu diskutieren. Und wir haben gleichzeitig in dieser größten Bankenpleite im Burgenland seit Bank Burgenland, Selbstbedienungsladen und damals der SPÖ, was zur Folge hatte, dass der Herr Landeshauptmann Stix zurücktreten musste und wir heute ebenfalls konfrontiert sind, dass bereits ein Regierungsmitglied zurücktreten musste. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, so weit bis hin zu den Medien, dass niemand ganz glauben mag, dass der Herr Landesrat Miletic zurückgetreten ist wegen der Geschenksannahme. Ich glaube, dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt, weil dieses Netzwerk rund um Martin Bucher, dieses Netzwerk gilt es hier aufzugeben. Und es gilt grundsätzlich einmal zwei große Fragen zu geben. Das eine ist, wohin ist das Geld geflossen? Wo ist das Geld hingekommen? Und das Zweite, die zweite Frage ist, wer hat vom System Martin Bucher profitiert? Und es gibt da sehr, sehr viele SPÖ-Verbindungen. Und wenn man sich da anschaut, gerade im Bezirk Mattersburg, kennt man den gesamten Dunstkreis, der immer Martin Bucher im Stadion, in den einzelnen GmbHs, in den einzelnen Aufsichtsräten sich immer wieder getroffen hat und diskutiert hat. Und ich glaube, das ist sehr eindeutig, dieses Bild. Und noch dazu, Herr Landeshauptmann, Sie persönlich angesprochen in dieser Causa, sollten als allererstes dafür sorgen, dass hier Aufklärung betrieben wird. Sie sprechen immer, fast in jedem Interview, von Offenheit, von Klarheit, von Offenkundigkeit. Da darf ich in Erinnerung rufen, Sie haben in einem Interview am 15. Juli 2020 bei einer Pressekonferenz gesagt, auf die Frage, wie Sie zu den Informationen gekommen sind, wie Sie erfuhren, wann die Bank zugesperrt wurde. Ich zitiere, ich bin gestern am Abend, eigentlich spät am Abend, von einem Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht informiert worden, dass eigentlich eine gewaltige Schieflage der Kommerzialbank Mattersburg gibt, dass die Bank dann per Bescheid, ich glaube kurz vor Mitternacht, eigentlich geschlossen wurde und die Bankgeschäfte in weiterer Folge einzustellen sind. 14 Tage später, am 3. August, bei einer Pressekonferenz sagten sie, ich bin am Nachmittag bereits, ich habe das ja angemerkt, ich bin ja sogar von einer Landesbeamtin informiert worden. Am selben Tag, selbe Pressekonferenz, am 14. Juli, das war der Dienstag, abends, seitens der Finanzmarktaufsicht informiert wurde. Gleicher Tag, gleiche Pressekonferenz. Ich habe im Laufe des Nachmittags, ich glaube, ich habe das auch schon bei einer Pressekonferenz gesagt, aus dem weiteren Umfeld von Bankdirektor Martin Bucher, von Martin Bucher, vom privaten Umfeld Martin Bucher vernommen. Vierte Version. Einen Tag später, 4. August. Dass die Bank die Bezirkshauptfrau von Eisenstadt beispielsweise von der Frau von Martin Bucher informiert worden ist. Gleiches Interview, Zip 2, Armin Wolf, auf die Frage, wann sie das nun gewusst haben, dass die Bank noch am selben Abend mit Bescheid geschlossen wird, habe ich erfahren, das kann man auch in meinem Telefonprotokoll dezidiert nachlesen, bei mir mit Sicherheit vor 18.45 Uhr. Herr Landeshauptmann, welche Version von diesen sechs stimmt jetzt? Welche Version hat jetzt Gültigkeit? Was ist jetzt die Klarheit und die Offenheit in dieser Angelegenheit? Wenn Sie heute in einer
in einem Büro konfrontiert werden, in einem Interview zu den Telefonprotokollen zu sagen, sie haben kein Problem damit, dass sie hier nachlesen können, dass man hier das offenlegte Telefonprotokolle so tragisch sind, warum haben sie bis heute keine Telefonprotokolle offengelegt? Ich frage Sie, wo wir Sie schon vor einiger Zeit aufgefordert haben, nicht nur Ihre Telefonprotokolle, sondern auch jene Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ihres gesamten Teams, um hier Aufklärung zu sorgen. Machen Sie den Schritt nach vorne und sorgen Sie hier in diesem Bankskandal, in diesem Mattersburger Bankskandal für Aufklärung und verbergen Sie nichts. Aber wenn wir von Aufklärung und von Aufsicht sprechen, so schweigen Sie das immer tot, dass Sie eine Aufsichtspflicht gehabt haben. Laut Referatsanteilung war das Christian Niedertisch für die Kreditgenossenschaft zuständig. Wenn man sich aber anschaut, seit Bestehen der Bank, seit den 90er Jahren, dass der Herr Landeshauptmann Karl Schicks als Finanzreferent diese Aufträge erteilt hat, dass der Herr Landeshauptmann Bühler als Finanzreferent diese Aufträge erteilt hat und dass Sie seit 2017 bereits Finanzlandesrat zumindest zwei Aufträge erteilen hat müssen, das schweigen Sie doch. Warum hat es bis dato noch keine Offenlegung der Protokolle gegeben dazu, dieser Prüfung? Warum sagen Sie nichts dazu? Warum wurden auf Aufforderung die Partei, der Bezirkspartei Mattersburg, insbesondere nicht offengelegt oder auch der Landes-SPÖ? Welche Beziehungen hat man? Dann wurde gesagt von Herrn Magister Dr. Landesgeschäftsführer Fürst, dass es keine Konten gegeben hat. Ein paar Stunden später hat es Konten gegeben. Also diese Widersprüche, die muss man mehr wie auf den Grund gehen. Genau das Gleiche fordern wir in anderen Angelegenheiten in dieser gesamten Chaos ein, dass endlich offengelegt wird und nicht immer totgeschwiegen wird, verschleiert wird und andere madig gemacht wird bzw. angegriffen wird. Frei nach Trump, Gegenangriff ist die beste Verteidigung. Sie unterstellen der Staatsanwaltschaft, dass sie nicht ordentlich arbeitet, dass sie ein Versagen eigentlich an den Tag gelegt haben. Sie bezichtigen Journalisten der Lüge, müssen ein paar Stunden später in einem ORF-Interview zurückkommen und müssen eingestehen, dass doch das RMB, das Regionalmanagement Burgenland, den Versuch gestartet hat, Geld dort abzulegen. Zufälligerweise jenen Betrag, dass die Einlagensicherung übrig bleibt anscheinend oder auch nicht. Jedenfalls, dieser Versuch hat es gegeben. Und als gelernter Burgenländer weiß man, dass ein Beamter in diesem Institut wahrscheinlich nicht alleine hergeht und sagt, ja, ich habe gerade etwas am Gehsteig erfahren, in Mattersburg, ein Gerücht, jetzt mache ich schnell eine Überweisung, damit wir das Geld in Sicherheit bekommen. Das glaube ich nicht. Sondern da wird es sehr wohl eine Rücksprache auch dementsprechend gegeben haben. Herr Landeshauptmann, wenn Sie davon sprechen, dass 5 bis 10 Millionen Euro in einem späteren Interview 7 Millionen Euro vorzeitig verschoben und abgehoben wurden, vor der Bankschließung der Kommerzialbank, dann frage ich Sie, wo ist diese Information her? Dann frage ich Sie, wer hat dieses Geld verschoben und abgehoben? Ist es vielleicht der Parteifreund aus Wien, der Fassstadtrat aus der Gesiba, aus der Wohnbaugenossenschaft in Wien, der Ingenieur Ewald Kirschner, zufälligerweise ein Strasburger aus der Heimatgemeinde von Herrn Iletic, hat jene Person etwas veranlasst, hier Gelder abzuziehen, waren es andere? Warum reden Sie nur in Schlagwörtern und klären nicht auf, von wo Sie Informationen haben und wer diese besagten Personen oder Kunden oder Firmen sind, die hier abgehoben haben? Sie kommen von einem Widerspruch in den nächsten und ich sage Ihnen nur eines, in jeder Widerspruch rächt sich in jeglicher Art und Weise. Denn wenn Sie heute sagen in einem Interview, Sie haben mit Martin Bucher nichts zu tun, Sie kennen ihn nur flüchtig und dann sitzen Sie bei einer Feier nebeneinander und unterhalten sich plötzlich darüber, was wahrscheinlich alles in Zukunft im Fußballerischen passieren wird, was nicht alles für Geschäfte gemacht werden können, für Beziehungen gemacht werden können, dann frage ich mich, kennen Sie Martin Bucher oder kennen Sie ihn nicht? Sie als Polizeidirektor damals haben ein Konto eröffnet bei der Kommerzialbank. Landespolizeidirektion ist in Eisenstadt. Warum haben Sie in Mattersburg ein Konto eröffnet? Warum hat die SPÖ Burgenland ein Konto bei der Kommerzialbank? Hat es da andere Verbindungen dazu gegeben? Und das alles muss natürlich geklärt werden. Apropos Verbindungen und apropos Widersprüche. Eine Person gibt es
Tirol, die es nachmacht, die versucht, auch sich dementsprechend mit der Aufklärung nicht zu beteiligen, sondern mit jeder Aussage sich im Widerspruch verschlägt. Und zwar ihre damalige Jugendfrau, die heutige Bürgermeisterin aus Mattersburg, Ingrid Salomon, ebenfalls Aufsichtsrätin in der Fußballakademie, hat gemeinsam mit Martin Bucher eine GmbH über die Gemeinde, wo Geschäfte gemacht werden. Und wenn der Gemeinderat die Frau Bürgermeister fragt, ob sie irgendetwas von Martin Bucher bekommen hat, dann nimmt sie einen Blick aus der Kiste, wahrscheinlich von ihrem Amtsleiter angeleitet, und unterbricht die Sitzung, dass es ja nicht protokollarisch gezeichnet werden kann und nicht wieder lesbar ist, und sagt, nein, sie hat nichts bekommen. Auf die Frage, wer die Geburtstagsfeier zu ihrem 60. Geburtstag bezahlt hat vor 2 Jahren, ist die erste Aussage am 6. August 2020 in einem Artikel der Presse zu lesen, wo ein Sprecher von ihr sagt, aber sie hat dafür bezahlt, es gibt auch Rechnungen dafür. Am 12. August in einem Krone-Interview hat sie gesagt, die Kosten meiner Feier im SVM-Café, mal schauen, hat der Vater meines Mannes übernommen. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, der Schwiegervater ist 2014 verstorben. Am selben Tag in einem BVZ-Interview sagte Frau Bürgermeisterin, die Geburtstagsfeier wurde von meinem Ehemann gezahlt. Einen Tag später, 13. August, die Feier im SVM-Café sei von ihrer Familie bezahlt worden. Und jetzt frage ich Sie, hat die Frau Jukob-Frau außerdem die Frau Bürgermeisterin auch eine Goldbahn bekommen? Hat sie sich die Feier zahlen lassen? Warum kommt man zu diesem Schluss? Wer hat noch im SVM-Café feiern dürfen? War das ein Exklusivrecht für die Aufsichtsrätin in der Fußballakademie? Hat es andere gegeben? Wie ist das eigentlich mit dem Buffet gewesen? Wer hat hier geliefert? Zufälligerweise ist der Besitzer des Florianhofes die Kommerzialbank. Der Geschäftsführer, ein enger oder sehr enger Bekannter der Frau Bürgermeisterin, hat anscheinend dort geliefert. Und wenn man sagt, man kennt sich nicht und man weiß nicht, wo man überall war, das Who is Who der SPÖ im SVM-Café, darf man das? Haben andere Personen auch diese Möglichkeit gehabt, hier in diesem Café zu feiern? Wurde bei dieser Veranstaltung Miete bezahlt? Sind alle Rechnungen bezahlt worden? Wer hat eingeladen? Was war für ein Geburtstagsgeschenk? Warum klärt man das nicht auf? Und ich fordere hier an dieser Stelle auf, die Frau Bürgermeisterin aus Mattersburg, ihre ehemalige Klubobfrau, hier Aufklärung zu betreiben. Sie soll alle Rechnungen, alle Geschenke offenlegen, was sie zu ihrem 60. Geburtstag gehabt hat, und so Aufklärung betreiben. Und wenn Sie, Herr Landeshauptmann, sagen, jeder, der noch irgendwo eine Berührung hat mit Martin Bucher und etwas genommen hat, dann sind Sie gut beraten, in diesem Fall gleich einmal anzufangen bei Ihrer ehemaligen Klubobfrau, Bürgermeisterin, Aufsichtsrätin der Fußballakademie. Und sie soll offenlegen und der Öffentlichkeit sagen, wer nun diese Rechnungen bezahlt hat für ihre Geburtstagsfeier, welches Geschenk sie von Martin Bucher bekommen hat. Und wenn ich zitieren darf, Herr Landeshauptmann, und ich habe es heute schon erwähnt, wenn Sie davon sprechen, ihm ein Gegenteil auszuufern, Ablenkungen, Gegenangriffe zu starten, so ist es eigentlich nur bezeichnend für diesen Bankskandal, wo die Aufsichtspflicht des Landes anscheinend maßgeblich vernachlässigt worden ist. Und wenn Sie sprechen von einem hohen Beamten in der Finanzabteilung, dann möchte ich wissen, wer war dieser hohe Beamte und in wessen Auftrag hat dieser gehandelt. Aber frei nach dem Standard von 5. Akten von Hans Rauschein im Artikel, Herr Landeshauptmann, das wird sich handelt in der Kommerzialbankaffäre nach dem Trump-Prinzip, ableugnen, das Gegenteil behaupten, Gegenangriffe starten, eine eigene Realität schaffen. Dieses Verhalten weist ihn nicht als umsichtigen Krisenmanager aus. Herr Landeshauptmann, wir als Volkspartei fordern Sie auf, hier und jetzt in dieser Landtagssitzung für volle Transparenz, für volle Aufklärung zu sorgen. Und wir haben bereits angekündigt, wenn Sie heute in dieser Landtagssitzung, in dieser Sonderlandtagssitzung, die wir gefordert haben, diese Aufklärung nicht betreiben, dann werden wir mit dem morgigen Tag das Einleiten des Untersuchungsausschusses
machen und wir werden mit dem morgigen Tag die Vorbereitungen für einen U-Ausschuss in dieser Causa machen. Und da können Sie dreimal sagen, Sie freuen sich schon drauf, wir sind gewappnet und wir wollen im Sinne aller Sparerinnen und Sparer, im Sinne aller Betriebe, im Sinne der Gemeinden, der Feuerwehr, alle, die hier Schaden erlitten haben, für Aufklärung sorgen. Das ist unser Ziel, das sind wir den Burgenländern und Burgenländern schuldig. Firmen auch
Sicherheit haben, Hilfe und Unterstützung. Arbeitsstiftungen werden gerade kreiert und aufgestellt für Menschen, die Infrastruktur, die jetzt in die Arbeitslosigkeit geraten. Nicht nur in der Bank selbst, sondern alle jene Firmen, die jetzt folgen. Ein Musterprozess wird eingeleitet, um den anderen zu ersparen, viel Geld auszugeben. Das macht das Land, das macht der Landeshauptmann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin. Hilfe und Unterstützung. Wissen Sie das? Sie versuchen seit dem ersten Tag aus diesem Kriminalfall einer Privatbank einen Polizskandal zu schieben. Das versuchen Sie auf dem ersten Tag. Ich war in Urbaspark vor einigen Tagen und da haben mich die Leute gefragt, warum lockt es die ÖVP? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich werde Sie fragen. Vielleicht wollen Sie ablenken von etwas. Vielleicht wollen Sie ja irgendwie ein Bild malen, dass Sie oder nirgends dabei wären und damit überhaupt nichts zu tun haben. Die ÖVP ist sofort in die Giftküche marschiert und hat ein Rezept gemacht mit Anschwärzen, mit Halbwahrheiten, mit einer Prise Verschwörungstheorien und fertig war die ÖVP-Kampagne. Und alle fragen Sie, warum? Warum hilft man den Geschädigten nicht? Warum geht die ÖVP in die Giftküche? Warum macht sie das? Was hilft es nämlich den Betroffenen? Was hilft das, dass sie in die Giftküche gehen und Halbwahrheiten und anschwärzen und was auch immer sonst tun? Was hilft das den Betroffenen? Von ihnen kam keine einzige Idee, wie man den Betroffenen hilft. Keine einzige Maßnahme, wie man geschädigt oder unterstützt. Nichts. Nur die Giftküche. Die haben sie aufgesucht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn es eines gezeigt hat bei dem Bankenskandal, dann ein Aufsichtsversagen. Und das auf allen Ebenen. Die ÖVP versucht nämlich andauernd zu sagen, das Land sei verantwortlich, weil die müssen die Genossenschaft kontrollieren. Und da darf ich mein erstes Schild benutzen. Es ist relativ klar, das Land prüft, das ist Aufsicht der Genossenschaft und der Aufsichtsrat in der Kommerzialbank unangenehm ist, dass hier unten das Skandal passiert ist. Hier wurden die Bilanzen gefälscht, nicht da oben. Hier unten wurden die Bilanzen gefälscht. Erste wichtige Information. Also das Land hat nur die Aufsicht gehabt der Genossenschaft. Der Aufsichtsrat prüft die Bank. Zweite wichtige Information. Wer sitzt denn in dem Aufsichtsrat? Und jetzt wird es für die ÖVP interessant und erklärt vielleicht auch die Nervosität und die Giftküche. Wenn man sich nämlich den Aufsichtsrat ansieht, dann wird man feststellen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende ein ehemaliger ÖVP-Bürgermeister war. Dann geht man weiter, wird man feststellen, dass eine wichtige Figur, das wird auch die nächsten Wochen noch zeigen, ein weiterer wichtiger ÖVP-Funktionär dort die Fäden gezogen hat. Das war der Spitzenkandidat bei der Wirtschaftskammerwahl, der Herr Zimmermann. Und ein dritter mit festen Verbindungen mit dem Bauernbund, dem ÖVP-Funktionär aus Straßburg, das ist der Herr Dobler. Und wissen Sie, was alle gemeinsam haben? Denselben Bezirksparteivorsitzenden. Der Herr Sagatz, der seit 10 Jahren den Bezirk politisch führt und da kann. So, und wenn wir jetzt festhalten, dass der Aufsichtsrat die Bank kontrolliert, dort wurden Bilanzen gefälscht, wer dafür verantwortlich wäre, das zu kontrollieren und wer in engster Abstimmung mit den Funktionären immer dabei ist, dann ist es der Kollege Sagatz. Und jetzt frage ich Sie, der Kollege Ulram, wir sollen dauern, wir wollen Aufklärung, wir stellen Fragen. Ja, dann fragen Sie Ihre ÖVP-Funktionäre. Die müssen das beantworten. Wir würden es eh gerne fragen, aber es sind ja schwarze Funktionäre, türkise Funktionäre, die geben ja uns keine Antwort. Fragen Sie Ihre eigene Leute, das sind die, die prüfen, das sind die, die Informationen haben. Jetzt weiß ich nicht, haben Sie sich wirklich nicht gefragt, was haben die da? Haben Sie noch nicht zum Telefonhörer angegriffen und gesagt, ja, was ist denn dort passiert? Ich glaube schon. Ich glaube, Sie wissen es auch. Und das ist das Problem, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie viel mehr wissen, als Sie im Moment zugeben. Und dann geht es schon weiter. Das ist einmal die Aufsicht bei der Bank direkt. Dann geht es schon weiter. Jetzt geht es
Jetzt kommt das Land nicht, das habe ich schon beantwortet, jetzt möchte ich Ihnen was anderes sagen. Der Rechtsanwaltspräsident der Wiener Rechtsanwaltskammer sagt gestern nachzulesen, der Abwand heißt Michael Enzinger, in der Causa Kommerzialbank ordnete ein grobes Versagen der Bundesbehörden. Also nicht irgendein Politiker, sondern der Präsident der Rechtsanwaltskammer, das ist kein Politiker. Grobe Versagen der Bundesbehörden. Und der sagt genau, was bei der Causa Kommerzialbank passiert ist, nennt der Wiener Rechtsanwaltspräsident sagenhaft. Seiner Meinung nach hätte alle informierten Behörden bei der Kontrolle völlig versagt. So, er zitiert jetzt wörtlich. Die FMA ist dort regelmäßig ein- und ausgegangen. Die FMA ist in der Bank regelmäßig ein- und ausgegangen. Sie hat aber nicht bemerkt, dass der Vorstand korrupt, der Aufsichtsrat völlig ungeeignet, der Eigentümer der Kommerzialbank eine Wald- und Wiesengenossenschaft und eine Inkorporabilität beim Abschlussprüfer vorhanden ist. So, der Präsident der Rechtsanwaltskammer, kein Politiker. Und wenn Sie heute die kleine Zeitung lesen, dann wird der Chefredakteur sagen, Finanzminister Gernot Blümel bietet allfällige Fragen nach einer Mitschuld von Institutionen durch das Kontrollversagen gleich ab. Es tut niemandem gut, mit dem Finger auf verschiedene Institutionen zu zeigen. Der Herr Minister dürfte sich in diesem Punkt grundsätzlich irren. Ich sage Ihnen warum. Überall, wo man hinschaut, überall ist die ÖVP drin. Denn wer macht denn die Aufsicht? Der Herr Finanzminister, Bundesminister der Finanzen, FMA, Kommerzialbank. Wieder überall, wo man hinsieht, ist es die ÖVP. Ja, vielleicht erklärt das die Nervosität. Ja, vielleicht erklärt das die Giftküche, die man sofort gestartet hat. Und dann wird noch erzählt, es sei der damalige verstorbene Landeshauptmann Karstix und was weiß ich, wer alles wird da wieder in Misskredit gebracht. Klar ist, wer nicht verantwortlich war. Klar ist, wer verantwortlich war. Karl Kaplan, Steinbrück, ÖVP und Landeshauptmann Karstix, der die letzten 5 Jahre eine Verantwortung getragen hat als Wirtschaftsreferent von der FPÖ. Und Landesrat Wiedersitsch, der bekanntlicherweise zu. Und ein Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei Hausmann und Pieter sieht Probemängel bei den Bundesorganen bei der Überprüfung. Eines haben alle gemeinsam: direkte Verbindungen zur ÖVP oder sind gar ÖVP-Politikern unterstehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich schon auf den Untersuchungsausschuss. Es ist mir eine Freude aufzuzeigen, wie das System hier funktioniert. Wir werden schon schauen, da können Sie da noch irgendwelche Zettel daher, ihr jetzt da, aber mit den Leuten herzagen, die da unterwegs sind mit diesen Personen, tue ich nicht, kenne nichts von mir. Aber eines ist klar, ich rufe Sie wirklich auf zur Sachlichkeit, bemühen Sie sich um Aufklärung, auch wenn es weh wird, auch wenn es die eigenen Leute sind. Die SPÖ hat das auch gemacht. Ja, die SPÖ hat das auch gemacht. Ja, die SPÖ hat das auch gemacht. Ich bin gespannt, ob Sie auch diese Größe haben. Ob sie auch diese Größe haben und dort, wo es ein Fehlverhalten gibt, das auch aufzuzeigen. Ich bin neugierig, ob das bei Ihnen auch so ist. Jedenfalls rufe ich Sie auf, eines noch, das ist mir ganz wichtig, RMW. Herr Kollege Ullmann, Hand aufs Herz, ich frage Sie jetzt wirklich persönlich. Sie sind Bürgermeister Ihrer Heimatgemeinde. Wenn Sie am Nachmittag von der Frau des Bankdirektors über Gerüchte hören, dass die Bank nächsten Tag zusperrt wird, Hand aufs Herz. Und Sie hören das und wissen, das ist ein Geld. Wie würden Sie als Bürgermeister von Harburg reagieren? Würden Sie die Gelder versuchen zu retten? Würden Sie die Gelder, das Steuergelder Ihrer Gemeinde versuchen zu retten oder nicht? Das ist eine relativ klare. Sie wären ein schlechter Bürgermeister, wenn Sie es nicht würden. Ich sage es gleich vorweg. Ja? Also, wenn Sie das sagen, verstehe ich das auch. Das ist ja ganz normal, wir können das nicht tun. Jeder Geschäftsführer, der das nicht macht, ist ja Firmenlos. Ja? Also, das ist mir auch nicht so. Damen und Herren, ich rufe Sie wirklich auf, das parteipolitische Wildpakt zu beenden, weil es nichts bringt. Es bringt kein Geschädigten los, es bringt keine Gemeinde los, es bringt keine Firma los, es bringt nichts. Es verzögert vielleicht sogar die Aufklärung. Also, hören Sie damit bitte auf.
Sie ist es unabhängig. Gehen wir das gemeinsam an und versuchen das. Und heute ist eins auch wichtig, der Beschluss zum Parteispendenverbot. Wissen Sie warum? Weil Parteispenden und die ÖVP zusammenpasst mit Prinz und Donner. Das gehört einfach zusammen. Und darum ist wichtig, dass man das verändert. Der Bierer, ja, Tender 12 Stunden Woche. Tender 12 Stunden Tages. Spendet an die ÖVP. Zufälligerweise, ein paar Monate drauf, beschließt der Nationalrat den 12 Stunden Tag. Ein Schelm, der denkt, es hat damit zu tun, dass der ÖVP eine Spende kriegt. Das ist dann nicht notwendig. Was ist das für ein Bild, das wir da zeichnen? Die Demokratie geht vom Volke aus, nicht vor ein paar Reichen. Und daher ist dieser Beschluss so wichtig. Da gilt auch, darf das nicht tun, wir brauchen eine saubere Politik. Und die SPÖ steht für Hilfe und Unterstützung der Betroffenen und für Aufklärung. Gehen Sie diesen Weg mit uns gemeinsam. Dankeschön, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen, Hohes Haus, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das Schauspiel, was wir jetzt geliefert bekommen haben, ist, glaube ich, genau das, was die Prominenter und Prominenterinnen nicht wollen. Dieses Wie war, kann nichts dafür, die anderen waren es. Wir haben nichts getan, wir sind die Braven, wir schauen eh, dass alles aufgeklärt wird. Die anderen wollen das nicht. Eigentlich sollte es schon lange und insbesondere heute darum gehen, Fragen zu stellen. Der Kollege Schürz hat es begonnen, Fragen zu stellen, wie konnte es dazu kommen, was ist rundherum alles passiert. Und wenn der Herr Klubobmann Herkowitsch sagt, es wird ein Polizskandal heraufgeschworen, den haben wir ja schon lange, Entschuldigung. Die Verquickung von dieser Bank mit Gemeinden, mit der Landespolitik, der liegt ja klar am Tisch. Und es stellt sich dann schon die Frage, wie stark war diese Verquickung, diese teilweise offensichtlich problematische Verquickung. Wie konnte es dazu kommen, dass eine Bank, die ja eigentlich sollte man ja gar nicht mehr von einer Bank sprechen, das ist ja ein Luftschlossgebilde, was hier der Herr Bucher offensichtlich geschafft hat, ins Leben zu rufen. Ich meine, da ging es um 500 gefälschte Konten, die diese Bank gehabt hat, von ungewöhnlich hohen Zinsen auf Einlagen, Kredite und Verbindlichkeiten bei anderen Banken, die es in Wirklichkeit gar nicht gab, Haftungen und Ähnliches, alles ein Luftschloss. Wie konnte es dazu kommen? Ein Teil haben meine Vorredner eh schon gesagt, offensichtlich hat die Kontrolle allerdings in allen Bereichen versagt. Und uns muss es im Burgenland darum gehen, zu schauen, welche Kontrolle hätten wir über gehabt, das Land, die Landesregierung, und was ist hier schiefgelaufen? Und da muss ich sagen, kann ich dem Klubobmann Herkowitsch auch nicht ganz folgen, weil er offensichtlich das Genossenschaftsrevisionsgesetz seit 1997 nicht gelesen hat. Da steht im Paragraph 1 Absatz 2 ganz klar, stehen Unternehmen unter der einheitlichen Leitung einer Genossenschaft, Klammer Mutterunternehmen, mit Sitz im Inland, so hat sich die Revision auch auf diese Unternehmen zu erstrecken. Das ist eigentlich klipp und klar formuliert. Und daraus ist klar abzulesen, dass natürlich auch die Bank hätte kontrolliert werden können. Und es wird sehr spannend sein, wie der Auftrag an die DPA, an den Unternehmen, dem diese Kontrolle, Aufsichtspflicht übertragen wurde vom Land, wie die genau gelautet hat. Und da sind wir gleich beim nächsten Problem, nämlich dieser Auftrag an die DPA. Die DPA hat seit dem Jahr 2006, jetzt haben wir 2020, kontrolliert. Das war schon mal das erste Problem.
Weil natürlich, wenn, das gibt es ja, in, ich glaube, bei Aktiengenossenschaften ist es ja so, dass alle paar Jahre gewechselt werden muss, die Prüfer. Hier ist das nicht passiert. Wenn ich am Anfang etwas übersehe, dann tue ich mir später, nach 10, 15 Jahren, schwer zu gestehen, da habe ich damals schon was gesehen und inzwischen ist das Problem viel größer geworden. Noch dazu, auch wenn man hier keine böse Absicht vorwerfen will, man wird natürlich mit der Zeit betriebsblind. Noch dazu ist das hier doppelt, war hier doppelt die Gefahr der Betriebsblindheit, weil die TPA ja gleichzeitig die Prüfer mit der Bank war. Das heißt, die Kontrollierende wurde zum Kontrolleur auch noch einmal. Und das ist natürlich ein Nährboden oder eine große Gefahr dafür, dass hier etwas passiert, mit dem wir jetzt alle zu leben haben und vor allem viele Betriebe, manche private, aber vor allem das Land und Gemeinden. Und es wird spannend, das aufzuarbeiten. Wir wissen, glaube ich, jetzt nicht einmal die Hälfte von dem, was wirklich passiert ist. Ganz klar, es ist ein Kriminalfall, aber es ist nicht nur ein Kriminalfall, es ist ganz sicher auch ein Polizeiskandal. Was wären andere Fragen noch? Dieses Netzwerk, das der Herr Buchbauer offensichtlich recht geschickt aufgebaut hat, war natürlich nicht nur dem geschuldet, dass er jetzt als guter Mann, als Ehrenmann, als Mann mit Anschlagsqualität dasteht, weil er ja gewusst hat, auf der anderen Seite baut er ein Riesen-Lego, sondern es war auch dem geschuldet, dass alle dort eingestiegen sind, weil natürlich ist das Gas, wenn ich eine Bank habe, die bessere Zinsen zahlt, die mir bei der Gemeinde da hilft, die bei der Fußballakademie mithilft und. Natürlich nimmt man nicht an, dass so jemand, auch wenn Gerüchte bereits gab, weil es gab ja Prüfungen, dass der aber da was Böses macht oder was Falsches, was Kriminelles macht. Wenn man davon ausgeht, dass das allerdings schon in der Zeit, als die Bank noch unter der Raiffeisenflagge gelebt hat, begonnen hat, wahrscheinlich damals im Kleinen, und das hat sich halt dann, wenn man einmal was Illegales macht, dann muss man mit der nächsten Geschichte das erste Illegale decken, so wird sich das wahrscheinlich weiterentwickelt haben. Und das ist inzwischen dann zu einem riesen Moloch entstanden, geworden, wo einem eigentlich die Spucke wegbleibt. Und was mir jetzt wirklich Sorge bereitet, ist die Möglichkeit, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber es besteht die Möglichkeit der Achtung des Landes. Und zwar über das hinaus, was wir bis jetzt angenommen haben. Denn auch das steht im Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997. Und der Anwalt Brandl von Brandl und Talosch, das ist ja nicht irgendein Anwalt, das ist, wenn man sich ein bisschen umhört, ist das eine sehr renommierte Kanzlei und auch er selber ist niemand, der sich jetzt selber ins Rampenlicht stellt und irgendwelche Weisheiten von sich gibt. Aber ich fürchte, dass schon eine Gefahr besteht, dass das Land hier über die Haftungsbeschränkung, die im Genossenschaftsrevisionsgesetz steht, mit 350.000, hinaus haftbar ist, weil nämlich schon mit einer gravierenden Verletzung der Kontrollrechte zu rechnen sein wird. Wie das dann ausgeht, wird das Gericht entscheiden, die Gefahr besteht. Und dann geht es nicht um ein paar tausend Euro, sondern dann geht es um ungefähr mal, nachdem was man jetzt weiß, um eine halbe Million, eine Milliarde Euro. Und das ist für das Burgenland viel Geld, wäre eine Katastrophe. Und man muss auch sagen, dass die Fehler der Landesregierung in der letzten Zeit stark zunehmen. Und die möglichen, sage ich jetzt einmal, Schäden daraus immer größer werden. Ich erinnere an die Finanzspekulationsgeschichte, Zinsswaps, die eingegangen wird, wo wir jedes Jahr viel Geld verlieren, über Jahre hinaus bis ins Jahr 2030.
Wir haben vor kurzem erst auch hier im Landtag darüber diskutiert, die Wohnbaugenossenschaften, wo 120 Millionen Euro praktisch verschenkt wurden und dem Land natürlich jetzt fehlen. Und jetzt die Gefahr, dass wir weit mehr Geld verlieren. Und das ist eine Entwicklung, die mir Sorgen bereitet. Und ich habe das auch bei der letzten Landtagssitzung gesagt, wenn man sich die Rechnungshofberichte, die Landesrechnungshofberichte anschaut, dann sieht sich das ein bisschen wie ein roter Faden durch diese Berichte. Es sind oft sehr ähnliche Vorwürfe bzw. Empfehlungen des Landes, des Landesrechnungshofs an das Land, und offensichtlich wird daraus nicht gelernt. Und das ist eine Katastrophe fürs Land und das darf eigentlich so nicht weitergehen. Hier müssen wir knallhart die Fragen stellen, die Fragen müssen beantwortet werden, hier und möglichst bald, ohne Rücksicht, wer jetzt Schuld hat und wer keine Schuld hat. Das wird sich letztendlich eh zeigen, spätestens, denke ich, im Untersuchungsausschuss oder dann vor Gericht. Aber so kann man mit Kontrollfunktionen, mit Kontrolle, mit Verantwortung nicht umgehen, dass hier dermaßen viel Geld des Landes und der Burgenländerinnen und Burgenländer vertan wird, verloren wird. Dankeschön. Ich darf als nächsten Abgeordneten Patrick Katzekasch das Wort geben, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Kluger von Herwitsch, jetzt zu Beginn zwei Anmerkungen meinerseits. Ich darf festhalten, kein Wort zur Verteidigung von Ihnen an Ihrer Vorgängerin, was Frau Salomon. Und ich stelle Ihnen die Frage, heißt das jetzt, dass es stimmt, dass Sie Geschenke angenommen hat, nachdem Sie kein einziges Wort, kein einziges Silber der Verteidigung hier ausgesprochen haben, kann man wohl davon ausgehen, dass dieses Gerücht, das hier umgeht, auch stimmt. Und meine zweite Anmerkung, geschätzte Herr Kupfermann-Jergovic, ich würde Ihnen raten, dass Sie sich besser vorbereiten, bevor Sie sich hinstellen vom Haus, nämlich aus zwei Gründen. Den einen hat der Herr Kollege Spitzmüller bereits genannt, nämlich, Sie hätten schnell erkannt, dass das, was Sie hier sagen, nicht stimmt, denn das Land hat eine wesentliche Rolle als Revisionsverband gehabt, nicht nur im Bereich der Prüfung der Genossenschaft, sondern, so sagt es auch das Genossenschaftsrevisionsgesetz, erstreckt sich auch die Revision auf jene Unternehmen, die unter der einheitlichen Leitung der Genossenschaft gelegen sind. Herr Kollege Jergovic, 90% der Anteile sind die einheitliche Leitung. Insofern hätte das Land die Pflicht gehabt, auch Einschau zu halten in die Kommerzialbank. Und wenn Sie behaupten, die ÖVP wäre schuld, weil die ÖVP-Landesräte verantwortlich gewesen sind, dann gebe ich Ihnen einen Tipp. Sie können noch einen Zettel auch von mir haben, ein Schreiben aus dem Jahr 2007 von der Finanzabteilung, wo mitgeteilt wird der Kreditgenossenschaft, dass es einen Wechsel gegeben hat seitens der Landesregierung, was die Revision der Genossenschaft anbelangt, nämlich der Wechsel auf die TPA Horvath Wirtschaftsprüfung GmbH. Und wissen Sie, wer dieses Schreiben unterzeichnet hat? Der Landesrat Bieler. Und der ist alles andere als Herr Schwarzer, Herr Kollege Herbitsch. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, die Enthüllungen rund um diesen Martensburger Bankskandal haben das Burgenland erschüttert. Der 15. Juli wird vielen Menschen als schwarzer Mittwoch in Erinnerung bleiben. Und was macht die SPÖ seit Bekanntwerden dieser Schließung der Kommerzialbank? Sie verbreiten keine Fakten, Herr Kollege Herbitsch, Sie verbreiten Falschmeldungen. Tagtäglich verbreiten Sie Falschmeldungen, anstatt für Aufklärung in diesem SPÖ-Skandal zu sorgen. Wenn die SPÖ heute versucht, meine sehr geschätzten Damen und Herren, die SPÖ, die Volkspartei für diesen Skandal verantwortlich zu machen, dann weise ich
dass auch das Schärfste zurückfragen Sie die Menschen im Bezirk Mattersburg, mit wem sich Herr Bucher umgeben hat. Fragen Sie, mit welchen Landespolitikern sich der Herr Bucher umgeben hat. Die Antwort ist immer dieselbe, mit SPÖ-Landespolitikern. Und die Volkspartei, das möchte ich da festhalten, hat niemals Aufsichtsräte in die Kommerzialbank nominiert. Im Gegensatz dazu hat die SPÖ Aufsichtsräte nominiert, den Kollegen Posche, die Frau Salomon in den Aufsichtsrat der Fußballakademie. Das ist die Wahrheit, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Etwas zu Schulden lassen hat, kommen muss zur Verantwortung gezogen werden und die Konsequenzen ziehen. Wer sich schuldig gemacht hat, von dem fordere ich harte Strafen. Einer davon ist der ehemalige SPÖ-Landesrat Christian Illetitsch. Und das möchte ich schon auch hier betonen. Sein Rücktritt ist ein Schuldeingeständnis und ein Beweis, dass die SPÖ in diesem Skandal mit drin hängt. Als Partner, als Projektbeteiligter, als Sponsoring-Empfänger und schlussendlich als Empfänger von Geschenken von Herrn Bucher, wie sich zuletzt herausgestellt hat. Herr Landeshauptmann, wir haben Sie aufgefordert, für Aufklärung zu sorgen. Seit Beginn dieses Mattersburger Bankskandals haben wir Sie aufgefordert, für Aufklärung zu sorgen, die Fakten auf den Tisch zu legen. Wir geben Ihnen heute die letzte Chance, dies zu tun, hier für Aufklärung zu sorgen. Die über 13.500 Geschädigten haben das Recht zu erfahren, wer profitiert hat, wohin die Millionen verschwunden sind. Herr Landeshauptmann, sorgen Sie für Aufklärung. Gratulation noch einmal an dieser Stelle zu deinem neuen Job. Ja, wo soll ich beginnen? Max Kurz, ist euer ÖVP Mattersburg wirklich so schwach, dass ihr die Arbeit von der ÖVP Mattersburg machen müsst? Fragt sich doch ein Stadtrat Mattersburg, was hat das da verloren? Habt ihr die Frauen gestern nicht gestellt? Gestern war Gemeinderat. Sind wir hoch rein? Na, was? War? Ja. Oder Zeitungen, die nicht unmittelbar abhängig von irgendjemand sind, die an der Sache orientiert ist. Sie werden dann nirgendwo finden, dass es ein Politskandal ist. Weder bei der ÖVP noch bei der SPÖ, sondern dass es sich um einen Kriminalfall handelt. Zitiere das Profil unter den Augen der Wirtschaftsprüfer, unter den Augen eines Aufsichtsrates, unter den Augen der Finanzmarktaufsicht, unter den Augen Österreichische Nationalbank, hat jemand, einer oder mehrere, eine Fälscherwerkstatt betrieben. Und das so geschieht, dass 20 Jahre offensichtlich niemand draufgekommen ist. Das ist, was steht. Ein Kollege Schmitzmann, ich finde es schon faszinierend, dass Sie da stehen als Abgeordneter der Grünen und auf den Bundesebene überhaupt nicht rekurrieren. Sie verhaften sich da so an mit Genossenschaft, wo Sie zitieren, irgendwas, auch sehr spannend und sehr verwirrend. Wenn ich halt die Zeitung lese, gibt die wieder mit, Herr Kollege Uller, ich war lange Journalist, auch beim Kurier, glauben Sie nicht alles, was in der Zeitung steht. Glauben Sie ernsthaft, dass die Frau Salomon, dass die Frau Salomon sagt, dass sie Verstorbene, wie makaber ist das, dass der Verstorbene, Vater Ihres Mannes, das, ich glaube, Sie haben das so zitiert, wie wenn Sie das absichtlich gesagt haben. Wissen Sie, was das ist? Das ist schäbig. Das ist schäbig. Die Wahrheit zu schreiben ist genauso schäbig. Ja, natürlich. Wenn ich das damals nicht richtig gemacht
Fotos wird das jetzt besser. Nein, überhaupt nicht. Schon Fotos herzuzeigen, ja, dann Landeshauptmann, ja. Es wird wahrscheinlich niemand bedeuten, den Burglaut geben, der nicht irgendwo auf einem Bühne in Neukolleg Bucher zu finden ist. Dank ihrer ja, Helferinnen und Helfer von der Bundes-ÖVP ist ja da offensichtlich viel gelöscht worden, weil man findet ja kaum Fotos von Ihnen, aber eins habe ich schon gefunden. Das zeige ich aber nur her, dass ich Ihnen vorstelle, wie peinlich das ist, wenn man so Fotos in die Kamera sagt. Das ist der Fotografier, der Kollege Buchmann, damals Sportminister mit Herrn Bucher. Zwei Wissen, sagt das irgendwas aus, weil die Beine von Fotos sind? Sagt das irgendetwas aus? Der Rainer Lobart, kennen Sie, gell? Der Sportminister. Da war es eh schon der Politiker. Also, da macht das weg, das ist völlig sinnlos. Das ist völlig sinnlos, wenn man irgendwo Fotos hinstellt. Aber lassen Sie mich noch kurz zum Schluss kommen. Lesen Sie die Zeitungen, die Krone, die düsteren Einblicke und die Skandalwagen. Da geht es um einen Aufsichtsrat. Und ich sage jetzt gar nicht dazu, weil ich bin viel in Bezirk Mattersburg unterwegs und komischerweise von Ihnen trägt da gar niemand. Das ist nur spannend, weil die Menschen, die wollen das nicht. Ja. Alle, die einen seriösen Anspruch haben, dieses Skandal, dieses Kriminal aufzuklären, die haben an dieser Auseinandersetzung überhaupt keinen Spaß. Und wir auch nicht. Weil da gibt es natürlich im Kurier ganz klar die Rolle eines Aufsichtsrates, wo es um Scheinfirmen geht und Vehikel, ein untriebiger Zimmermann war angeblich auch in anderen Bezirken und Gemeinden unterwegs und hat dort, also da wird noch ganz viel ans Tageslicht kommen. Gott sei Dank, sage ich. In der Kronenzeitung, im Kurier ist heute auch die Rolle der linken oder rechten Hand, ich habe den von Martin Bucher ganz ausführlich auch beschrieben. Also, wenn Sie etwas sagt, das ist eine Skönheit, Kollege Martin Christoph, rühren Sie nochmal um, in Ihrer Community, das ist alles andere wie ein sozialdemokratisches Netzwerk, ja, wo die Malversationen passiert sind. Noch einmal, ich bin viele Bezirke unterwegs und ich nehme viel mit, weil mir das wichtig ist, was die Menschen sagen. Also, Herzargumentation. Wir versuchen das aufzuhören mit diesem politischen Diktat. Wir wollen Tatsachen haben und Klarheit haben. Wir sind übrigens im Gegensatz zu Ihnen, sag uns offen, das heißt die Wirtschaftspartei. Ja. Und der Frau Eckert hat keinen Vorschlag gehört, wie man es tun kann. Wir arbeiten gerade an einer Arbeitsstiftung, für die über 70 Mitarbeiter, die arbeitslos geworden sind, und wir verhandeln gerade ein Gemeindepaket, um die Gemeinden dort zu helfen, die dort etwas verloren haben. So viel Politik. Aber die Leistung dafür muss auch gebracht werden.
Genügt es, ein Team von Vertrauensleuten verschiedener Mächtiger arbeiten zu lassen? Vertrauen ist natürlich gut, aber die Aufgabe der Aufsichtsräte ist die Kontrolle. Und da gibt es ganz klare EU-Richtlinien, da steht drinnen, Aufsichtsräte brauchen Qualifikation, Unabhängigkeit und Professionalität. Und das Entsetzen darüber, wie der Aufsichtsrat hier gearbeitet hat, wird auch in Fachkreisen geäußert. Etwas sagt Josef Fritz, der Chef des auf die Suche nach Aufsichtsräten spezialisierten Personaldienstleiters Port Search. Ein Aufsichtsrat ist kein Beziehungsrat. Und natürlich, je mehr hier Vertrauensleute hineingesetzt werden, desto größer ist die Gefahr, dass das hier zu einem Beziehungsgeschäft wird und nicht zu einem Kontrollgeschäft. Auf die Frage, wie es zu allem kommen konnte, wie der Skandal dieses Ausmaß annehmen konnte, muss aber auch die Frage folgen, war es vielleicht so, dass man in einigen Kreisen schon wusste, wenn es der Böll braucht, geht es zum Bucher. Vielleicht wurden auch die Erwartungen, an denen sich in der Rolle des Mäzenen suhlenden Martin Bucher auch maßlos und klar dort auf Größenwahn und Maßlosigkeit des Mäzenen, der Geld anderer Menschen verschenkte, um sich auf die Schulter klopfen zu lassen. So hat er sogar bis zur Verleihung des großen Ehrenzeichens des Landes Burgenland gebracht. Man muss also immer wieder fragen, bei der Kontrolle, bei den Aufsichtsräten, bei den Menschen, die die Entscheidungen treffen, was war die Leistung, wer hat weggeschaut, wer hat davon profitiert, dass weggeschaut wurde? Und wer wurde vielleicht auch veranlasst, wegzuschauen? Und all das werden wir klären. Wir haben heute auch noch einen zweiten Tagesordnungspunkt, wo wir uns ausführlich mit dieser Frage beschäftigen können. Aber vergessen wir nicht, dass wir in weiterer Folge auch in vielen anderen Belangen des Landes Burgenland über die Rolle, die Qualifikation, die Fortbildung und die Verantwortung von Aufsichtsräten und Aufsichtsrätinnen reden müssen. Als von der Regierungsbank, verzeihen, dann sieht der Herr Landeshauptmann zu Wort gemeldet, bitte. Ja, sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten, das Bild, das wir heute wiederum abgeben, das Bild der Politik repräsentiert aus meiner Sicht die letzten 3-4 Wochen, wo wir nicht nur ich persönlich, sondern auch die Sozialdemokratie durchaus auch selbstkritisch sagen müssen, wir haben uns teilweise hineintreiben lassen, verzetteln lassen in eine politisch sehr tiefe, in eine Diskussion, die nur auf Streit basiert, die auf Vorwürfen basiert, die die Menschen nicht hören wollen. Die Menschen wollen nicht hören. Wenn man sagt, okay, man streut ein Gerücht, man kann es gar nicht verifizieren, man kann gar nicht sagen, das ist richtig oder das ist falsch, sondern man wirft eine Floskel, einen Vorwurf in die öffentliche Manege, da wird diskutiert drüber, da muss man dementieren natürlich, weil es nicht stimmt, aber bei den Menschen bleiben zwei Dinge hängen. Naja, irgendwas davon wird schon stimmen, die Politik wird ja generell so gesehen und ein bisschen was wird schon draus, weil grundsätzlich auch in der Causa. Meine Damen und Herren, wir tun uns ohne nichts Gutes damit. Sie als Oppositionspartei, nicht speziell die ÖVP, weil ich war ja heute, das muss ich auch ganz offen sagen, sehr, sehr überrascht von der Sachlichkeit der FPÖ, von der Sachlichkeit, bis auf eine Ausnahme, wo es eine faktische Unrichtigkeit gibt, der Grünen. Und da kann ich diesen Oppositionsparteien nur gratulieren. Er will keine Gerüchte in den Raum stellen. Er will Aufklärung, er will Fakten auf den Tisch haben und dann muss beurteilt werden, gibt es daraus eine politische Verantwortung, welche Konsequenzen gibt es daraus.
aber es werden seit Tagen, seit Wochen ganz einfach politische Gerüchte, Fakten gestreut. Ich kann es einfach nicht stimmen. Wissen Sie, was das ist? Das ist schäbig. Das sind schäbig im Umgang miteinander. So gehen wir dann miteinander normalerweise nicht um. Es reicht nicht in der Politik, wenn wir bei mir im Büro sitzen, dann schön zu tun, da brauche ich das, da brauche ich das Projekt und ich sehe alles mal vergessen. Plötzlich betritt man die politische Manege, dann bläst man sich auf wie ein Gockel, erzählt irgendwas, jedes zweite Wort stimmt nicht. Herr Kollege Kuckel, das ist nicht Politik, das die Menschen draußen haben wollen. Und ich sage das auch ganz konkret. Ich habe, jetzt habe ich noch geschrieben, mein Telefonprotokoll, das ist endlich auch einmal am Tisch liegt, nicht einmal die FMA hat offensichtlich das richtig zitiert, weil er dauert vor 20 Uhr irgendwas erst erzählt hat. Ich habe um 18:29 diese Mitteilung der FMA bekommen. Ich habe keinen Anruf bekommen, das was medial gesetzt worden ist, von Martin Bucher. Ich habe keinen Anruf bekommen von einer Frau Bucher. Ich habe keinen Anruf bekommen von einer Bezirkshauptfrau. Nicht ich habe diese Anrufe bekommen. Diese Gerüchte sind entstanden. Das ist Fakten. Ich habe niemanden informiert, außer meinen Regierungskollegen. Ich habe keinen Geschäftsführer des Regionalmanagements Burgen angerufen. Das habe ich nicht gemacht. Und nochmal, der Horvath Harald ist Geschäftsführer eines Unternehmens. Das ist kein Beamter. Da wird es einmal dumm verworfen mit Kraut und Rüben. Da werden Dinge erzählt, das stimmt alles nicht. Bleiben wir doch bei den Fakten, wenn ich doch replizieren darf, auf den folgenden Dringlichkeitsantrag. Sie alle sind eingeladen, abgesprochen, auch mit dem Landesamtsdirektor, sämtliche Akten der Beauftragung von GPR Horvath, wenn Sie von 97, 94, alle Akten. Sie können nach dem Prozedere der Akten in sich jeder Abgeordnete für sich selber da Akten in sich nehmen. Es steht Ihnen, hören Sie zu, das ist abgesprochen. Das ist abgesprochen mit dem Herrn Landesamtsdirektor. Sie bekommen alle diese Akten in sich. Nur eines darf man vergessen. 2015. Ein ganz konkreter Hinweis bei der Staatsanwaltschaft. Nicht einmal Mittel des Wort. Nicht einmal einen Zettel haben sie anscheinend gemacht. Staatsanwalt Fuchs damals, wenn ich das jetzt richtig weiß, sofort zurückgelegt. 2018. Ein Aufsichtsratsvorsitzender Stellvertreter, Zimmermann, den dürfen Sie auch sehr gut kennen, Herr Körner. Schauen wir mal, ob Sie ihn kennen oder nicht. Gibt beim Finanzamt zu, Geldwäsche betrieben zu haben. Staatsanwaltschaft bewilligt die Hausdurchsuchung. Hausdurchsuchung wird vorgenommen. Geldwäsche wird zugegeben. Finanzamt ist involviert. Staatsanwaltschaft ist involviert. Nichts ist passiert. Und dann zu den Transaktionen, weil die Zeit keiner weiß. Die Nationalbank, wissen wir jetzt, hat am 14. genau an diesem Tag 5 Millionen wieder abgezogen. Na, ist das nicht ein blöder Zufall, dass genau die Prüfungsgarantie verantwortlich sein, FMA, Nationalbank, am 14. Geld abziehen. Und jetzt sage ich Ihnen was, wenn Sie es wirklich ernst meinen, Sie da herstellen, und es wirklich ernst meinen bei der Aufklärung, dann treten wir gemeinsam auf, machen wir einen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene, dort kann die Staatsanwaltschaft geladen werden, dort können die Staatsanwälte geladen werden, warum haben sie nichts gemacht? Dort kann die Finanzbankaufsicht befragt werden. Dort kann die Nationalbank befragt werden. Ich sage es Ihnen, warum Sie es nicht machen. Ich sage es Ihnen, warum. Robert Herkowitsch hat es ausgeführt. Sie werden es deshalb nicht machen, weil die politische Verantwortung dieser Institutionen bei der ÖVP liegt. Dankeschön. Frau Diplom-Ingenieurin Julia Wagenfester, bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Landeshauptmann, sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung, werte Kolleginnen und Kollegen, aber liebe alle, die uns auch zusehen. Der 15. Juli war zufällig auch mein Geburtstag, wurde von Turbulenzen überschattet in meinem Heimatbezirk. Ich bin nach wie vor einfach nur mehr schockiert und an diesem Tag oder beziehungsweise seit diesem Tag trudeln bei mir Nachrichten ein. Betroffene, die mir erzählen, sie konnten am 15. ihr Dankrechnung nicht mehr zahlen, weil sie kein Bargeld mit hatten, die Karte nicht mehr ging oder mit vollem Einkaufswagen an der Kasse standen. Eine Freundin hat mich angerufen, sie ist in der Früh mit dem Zug nach Wien gefahren. Und natürlich, die jungen Leute heutzutage, wer hat da schon massives Bargeld mit? Wie soll sie jetzt wieder heimfahren? Eine Mutter, die mich getroffen hat, hatte nur mehr 20 Euro im Geldbörsel. Und sie fragte mich, wie soll sie jetzt ihre Familie übers Wochenende bringen? Also bitte vergessen Sie nicht in dieser ganzen Thematik die betroffenen Leute. Andere waren im Ausland und konnten beispielsweise die Maut nicht bezahlen. Oder jene, die über 100.000 Euro hatten. Wir wissen jetzt ja, die Einlagensicherung hat gegriffen, die hat es besonders hart getroffen. Und ein Pärchen zum Beispiel, die haben mir erzählt, sie wollten vor kurzem mit dem Hausbau beginnen, haben natürlich alles Geld angespart. Oder auch die Mitarbeiter, die plötzlich ohne Job da standen. Firmen, die vor dem Existenz ausstehen, die vielleicht die Mitarbeiter jetzt kündigen müssen. Und auch die Gemeinde, die natürlich jetzt alle Projekte einführen. Am 15. War es dann so, dass die ersten Breaking News natürlich bei uns allen eingingen. Und dann hat der Herr Landeshauptmann sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, die Bank werde liquidiert. Bumm, aus. Und das sofort und für immer. Also ich war zu dem Zeitpunkt extrem erschüttert und ich bin es nach wie vor. Und ich frage mich jeden Tag einfach nur, wie kann sowas passieren? Man hat uns jahrelang betrogen und man hat uns unser Erspartes geraubt. Und jetzt die Frage, haben die Aufsichtsorgane und hier allen voran das Land als Aufsichtsorgan der Kreditgenossenschaft einfach nicht ausgekannt und natürlich gab es mehrere Prüfstellen. Oder hat es sogar Leute gegeben, die irgendwo ihre Hand über Martin Bucher legen. Und zum Gemeindepaket, das wurde zwei, dreimal schon angesprochen, da würde mich schon interessieren, inwieweit die geschädigten Gemeinden, also jetzt konkret die durch den Bankskandal geschädigt wurden, unterstützt wurden, denn die regulären Bedarfszuweisungen, die bekommen ja alle Gemeinden. Und üblich ist es auch, also das spricht jetzt auch nichts dagegen, dass die im Juli kommen. Und jetzt eine Frage auch noch, die ich an Sie alle stelle. Wie soll denn jetzt eine Gemeinde, die ein Minus am Konto verzeichnet, auch nur irgendeinen Cent von einem laufenden Kredit zurückzahlen? Da ist schön und gut, wenn man einen Kassakredit beschließt, aber in Wirklichkeit sind die Projekte in der nächsten Zeit einfach nicht umsetzbar. Also Leute, es ist 5:05 und ganz ehrlich, wir haben keine Zeit mehr, dass wir uns da irgendwie den schwarzen Peter zuschieben und dass wir Schuldzuweisung betreiben. Und bitte fangen wir endlich an aufzuräumen. Wir müssen jetzt das Bundesland, unser Burgenland, wieder nach vorne bringen, ja? Und dafür müssen wir nach vorne schauen und wir müssen aufklären. Also bitte, folgende Fragen gehören jetzt beantwortet. Wie kann sowas passieren? Wo ist das Geld hin? Und wer hat von dem ganzen System profitiert? Und wer hat neben dem bereits zurückgetretenen Landesrat vielleicht noch irgendwas bekommen? Das gilt zu klären. Und eine kurze Botschaft auch noch an die Sparer. Ihr habt nichts falsch gemacht. Ja, es ist ja kursiert irgendwelche Geschichten von denen, manche Leute haben sich die falsche Hausbank ausgesucht oder bekamen großartige Geschenke oder zu hohe Zinsen. Nein, sie haben ganz einfach in das System des Bankwesens vertraut. Und natürlich auch in die Kontrolle. Und mir hat der Satz sehr gut gefallen, es ist nicht nur ein Kriminalfall, wie jedes Mal irgendwo betont wird, sondern natürlich ist es ein Polizskandal. Jetzt hat einer schon gehen müssen, also wer geht als nächstes? Frage mich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Landesregierung, wir sind
den Sparern und den Geschädigten schuldig, nämlich Antworten zu geben auf diese Fragen. Nicht Antworten, das Geld wollen die ja nicht. Dann fängst du auch so, dann denkst du springen. Ja, also so realistisch bin ich auch, dass wahrscheinlich die Leute das Geld nicht mehr sehen werden, aber zumindest Antworten sammeln auf jeden Fall schuldig. Ich erwarte mir von einem Landeshauptmann, der unser Land regiert, keine Rundumschläge in irgendwelchen Pressekonferenzen, sondern Lösungen und Transparenz und das Gefühl, dass er hinter den Burgenland steht. Also bitte, Herr Landeshauptmann, hören Sie auf mit irgendwelchen taktischen Spielchen und nehmen Sie die Causa uns Burgenländerinnen und Burgenländer endlich ernst. Hoher Landtag, werte Regierungsmitglieder, die Debatte ist damit geschlossen, jetzt hat sich niemand mehr zu Wort gemeldet und damit darf ich die Aktuelle Stunde beenden.